liebe Zuschauer, falls Sie sich schon die ganze Zeit denken, wann kommt denn jetzt endlich mal die Larissa dran? Jetzt ist es soweit. Seit 2017 mischt sie die Telenovela Sturm der Liebe auf. Und heute Abend mischt sie unsere Runde ein bisschen auf. Larissa Marold ist da. Herzlich willkommen. Dankeschön. So, du spielst in der Serie eine Ärztin. Genau. Das ist schon mal toll. Wird's denn richtig blutig? Oder ist es eher... Wir hast du schon mit, ja, mit wir großen hatten, Fleischwunden zu tun? Hatten, ich habe schon einige Leben gerettet. Da, ja, aber... Wir hatten auch einige blutige Szenen. Ja. Aber es hält sich in Grenzen. Ja, gell? Also der Fokus liegt auf der Romantik. Romantik natürlich, ja. Liebe, Romantik und... Ja, deine Hochzeit mit einem etwas älteren Hochzeit, Mann. Das müssen genau. wir gleich alles noch in Ruhe besprechen. Ja. Lass uns erstmal zurückgehen, wie du dem deutschen Publikum bekannt wurdest. Ich habe... 2014 war das, den Dschungel geguckt, nur wegen dir, weil du das so dermaßen großartig gemacht hast. Ich fand es ganz interessant, ich habe Interviews von dir gesehen, wo du gesagt hast, die haben mir vorher schon genau gesagt, was da im Dschungel passieren kann. Was sagen die einem denn dabei, RTL? Oh, wie viel darf ich da verraten? Also ich sag mal so viel, man ist sich dessen schon bewusst, dass der Dschungel eine Karriere schnell beenden kann, mhm. aber mhm. auch eine Karriere fördern kann. Mhm. Also man kann sich damit was aufbauen, man kann aber auch alles kaputt machen. Das ist ein Risiko, das man hat. Mhm. Normal, ich bin ja auch ein risikofreudiger Mensch, ich mag das Abenteuer. Ich hatte jetzt nicht so viel zu verlieren. Mit welchem? Bei mir also was, ging was, genau. Hast du gedacht, ich gehe da rein, ich ziehe das einfach durch? Genau, genau. War dir klar, wie krass das letztendlich dann nochmal der Unterschied ist zwischen dem, von dem man selber denkt, ich kann das steuern oder ich erzähle? Es war eine Grenzerfahrung, es war auf jeden Fall... auch eine Extremerfahrung. Mit dem, was du da machen musstest, weil da die anderen Leute auch noch dabei waren, oder mit dem, was von dir zu sehen war? Das, was von mir zu sehen war am Ende, das ist eine Sache. Was dort vor Ort passiert ist, ist die andere. Ist die andere Sache. Mhm. Aber generell Australien, Dschungel, das ist ein Abenteuer, es war auch für mich ein Abenteuer. Und ich habe das jetzt nie als nur TV-Show gesehen. Ich bin da wirklich, ich habe meinen Koffer gepackt und hatte noch so einen Hut dabei und habe mich da eingekleidet. Also es war für mich eher... Abenteuer so. Abenteuer. Ja. Ich war ja damals, ich weiß gar nicht, 19, 20? Mhm. Ist ja auch schon ein bisschen her jetzt. Und mir war aber schon bewusst, ja, dass man damit sich auch viel kaputt machen kann. Ja, weil man auch so viel Kontrolle abgibt natürlich, natürlich auch an die, die das ja. alles zusammenschneiden und letztendlich da was draus machen. Es wurde nie niveaulos. Ich habe niemanden verletzt. Ich bin mir selbst treu geblieben. Das... ja. Ja. Als du rausgekommen bist, die ersten Reaktionen oder als du erstmal verstanden, hast du jemals wirklich mit allen rekonstruiert, was in diesen zwei Wochen außerhalb des Dschungels über dich berichtet wurde, was deiner Familie ja, da sozusagen auf, dann... Das hat auf jeden Fall unser Leben verändert. Also nicht nur mein Leben, ich bin da raus und mein ganzes Leben war anders. Es hat sich alles verändert. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Es war so ein Wirbel und so ein Hype um diese Staffel. Mhm. Wir hatten teils wirklich Journalisten, Reporter vor der Haustür und die haben auch teils, die haben auf meine Schwester gewartet, auf meine Geschwister, wollten von denen alles wissen, wollten von meiner Familie alles wissen. Man hat ja auch gar nicht geschult in dem Moment, haben meine oder? Freunde angerufen, da hat sich auch herausgestellt, wer ein guter Freund ist und wer nicht. Mhm. Aber das war schon eine harte Zeit, also der Dschungel war hart, aber was danach kam, war härter. Was war das Härteste im Dschungel? Das Härteste war einfach durchhalten. Ja. Die Prüfungen gab es? Nee, die Prüfungen, also bei den Prüfungen, die habe ich jetzt gar nicht als so extrem empfunden, weil ich bin halt auch jemand, der Nein sagt. Ja. Ich esse keine Tiere. Ja. Ich, oh, da wird es aber eng in dem Format. Ja, aber ich, ja, du siehst mich nie, dass ich jetzt irgendwie so ein Lebewesen essen würde. Nee. Also das habe ich nie gemacht. Ich habe doch, nein, da würde ich eher wirklich die... da gibt es ja auch Deko noch. So. Ja, genau. Also dann essen wir lieber die Deko. Das kann ich gut verstehen. Karl, hast du mal eine Einladung gehabt in den Dschungel von RTL? Mich haben sie auch in dieser Zeit, einige wissen ja noch, dass ich die letzten Jahre so eine Krise hatte, da rief jeder Sender an. Und zwar Dschungelcamp, ja, und auch Sat.1 mit, die, wie heißt das noch, Promi Big Brother. Ja. Und da hätte ich jede Summe verlangen können. Aber ich bin lieber arm geblieben. Naja, mir hat es nicht geschadet. Im Gegenteil, mich hat es halt... Würmer habe ich selbst. Wie schön! Wie schön! Aber man muss
sagen, Sportler werden ja auch gern genommen. Philipp, wäre das was für Sie? 24 Stunden unter Beobachtung? Nein. Nein. Ich habe es auch abgelehnt. Ich muss aber auch dazu sagen, dass ich Formate, wo ich jetzt mit Leuten auf engem Kreis zusammenlebe, von denen habe ich sehr viele Anfragen, aber das mache ich nicht mehr. Also ich möchte nicht wieder mit 10 Leuten auf einem Haufen zusammenleben. Das ist so eine Erfahrung, die ich gemacht habe. Aber das musst du ja jetzt auch gar nicht mehr, weil das hast du jetzt einmal gemacht und das hat irgendwie gut funktioniert. Genau. Und danach geht man ja dann auch irgendwie weiter und so. Das kommt dann erst wieder ganz am Ende der Karriere auf einen zu. Wir können jetzt langsam mal den Telefonhörer abnehmen, wenn es klingelt. Du bist als Hotelierskind aufgewachsen. Ich stelle mir das ganz toll, weil ich bin eigentlich ein Hotelierskind, ohne ein Hotelierskind zu sein, weil ich finde es ganz toll, wenn jeden Tag Gäste zu Hause sind und man Gastgeber sein kann. Wächst man da so rein als Tochter? Ja, total. Also es steckt schon in mir. Wir hatten zwar ein Privathaus, aber ich war jeden Tag im Hotel bei meinen Eltern. Und wenn wir Hochsaison haben, sowieso im Sommer. Wir haben aber auch mit den Gästen sehr gut. Wir haben sehr viel Stammgäste. Man freut sich, wenn die kommen. Wie wenn Freunde man freut sich, wenn sie, ja. Ja, wenn sie kommen. Ja. Bringen auch immer Süßigkeiten mit. Noch immer. Total süß. Ja. Ist das ein großes Hotel oder so ein mittelgroßes? Ja, doch. Wir haben eine schöne Hotelanlage. Ich habe jetzt auch vor 2-3 Jahren mit meinem Vater gemeinsam noch eine Hotelanlage erworben. Mhm. Auch am Klopainer See. Mhm. Und wird aber auch von der Familie geführt. Wir sind ja ein traditionelles, bodenständiges Familienhotel, Naturhotel, würde ich sagen. Mhm. Könntest du dir vorstellen, irgendwann mal das als Fallback-Option sozusagen zu haben, dass man vielleicht irgendwann wirklich da voll verantwortlich ist? Also, das ist schon eine Verantwortung. Ich bin froh, dass ich 3 Geschwister habe und sie sind alle sehr talentiert und sehr tüchtig. Mein Bruder arbeitet auch im Hotel, der schaut, dass alles läuft mit meinen Eltern. Aber ich schaue da immer wieder vorbei. Auf jeden Fall. Und das ist ja so schön, wir haben vorhin drüber gesprochen. Es ist ein zweites Standbein. Also ich kenne jetzt nur den Wörthersee, aber wie heißt euer See, Klo? Klobeinersee. Klobeinersee, das ist direkt da, das ist ja auch noch Farkersee und was da alles irgendwie noch so ums Eck ist, oder? Wir haben ganz viele Seen. Oh Gott, das ist so wahnsinnig schön. Da muss man echt nirgendwo anders mehr hinfahren. Hast du alles, hast die Berge, hast den See. Es ist auf jeden Fall ein Ruhepol, auch für mich. In der Branche, weißt du, wie es ist? Da ist immer viel los. Ja, und bei dir sowieso, weil du hast gerade zu mir gesagt, naja gut, viel Arbeit, du bist in München, machst jetzt Sturm der Liebe und da drehen wir jeden Tag 50 Minuten. Das klingt jetzt nicht viel, weil man denkt, naja, 50 Minuten sind ja schnell rum, aber wir wissen alle von jeder Seite einmal und so, das sind einfach auch mal schnell 12, 14 Stunden Arbeit, die man dann da steht. Ja, das wäre ja auch zu einfach gewesen, wenn es eine Liebeshochzeit mit glücklichem Ende ist. Genau. Hier kam es ja schon schnell zum Verwürfnis, Gott sei Dank. Weil das hält natürlich die Erwartungen jetzt auch aufrecht. Da geht noch was, sozusagen. Ja, da geht's noch weiter. Also zur Zeit ist es auch für mich sehr spannend, weil die Figur sehr viele Emotionen, es ist eine Achterbahn der Gefühle und es ist auch für mich schauspielerisch. Auf der einen Seite, weil wir halt sehr viele Monate natürlich auch drehen und du hast manchmal nicht diese Erholung, sondern jetzt kann man sich so vorstellen, an einem Drehtag zum Beispiel, der letzte Drehtag, den ich hatte, das war so, da hatte ich 8 bis 10 Szenen, aber jede Szene hat ein anderes Gefühl. Mhm. Und ich bin halt eine Herzensschauspielerin. Ich versuche ganz viel Gefühl, das ich wirklich empfinde aus meinem eigenen Leben, da reinzustecken, weil ich jede Szene ernst nehme. Und ich möchte einfach jede so spielen, als ob es die letzte meines Lebens wäre. Mhm. Funktioniert nicht immer, aber das ist das, was ich tun möchte. Und ist natürlich schon eine Herausforderung und braucht viel Kraft und Energie. Kann ich mir vorstellen, aber doch lieber so, als wie wenn du jeden Tag die gleiche Emotion spielst. Ja, das ist auch die Kunst, dass man, ich möchte auch jeden Tag neue Emotionen entwickeln und eine neue Facette von Alicia. Aber da sehe ich jetzt also hier gutes Potenzial, ehrlich gesagt. Also da warst du auf einem guten Weg, dann hast du den aber gleich wieder rausgehauen. Da ist der Nächste, steht schon auf dem Feld, auf dem Stoppelfeld und wartet. Also ich würde mal sagen, zum Glück habe ich eine Auswahl. Ja, ja, also da, und du, ich würde ihnen zutrauen, dass sie noch einen dritten ins Spiel bringen. Aber gut, wir werden sehen. Wie ist denn das, als du bist, als Österreicherin und dass man sagt, also, dass man dich aus dem Dschungelcamp kennt, bist du da reingekommen? Wie haben die anderen Schauspieler auf dich reagiert? Also um ehrlich zu sein, ich glaube, also sie haben es mir nicht gezeigt. Wir hatten ein bisschen Angst. Ich wurde sehr herzlich empfangen. Ne? Na, ich hatte eigentlich von Anfang an ich wurde sehr herzlich aufgenommen.
aber ich bin halt ein sehr sensibler Mensch und ich blicke auch hinter einen Blick. Und ich hatte schon das Gefühl, dass vielleicht so ein paar, vielleicht ein, zwei Vorurteile hatten, was ich auch total verstehe. Muss ich ehrlich zugeben, ich komme halt auch, ich habe viele abenteuerliche Shows gemacht, ich habe viele Unterhaltungsshows gemacht und da sieht man natürlich interessante Seiten von mir, die ich auch habe, aber ich kann auch anders. Ja. Und, aber selbst die, die am Anfang ihre Zweifel hatten, haben binnen einer Woche diese Zweifel abgelegt, mich total angenommen. Weil du keine Tussi bist, nämlich. Mich supportet und die waren total überrascht. Die haben dann gesagt, also ich hätte nicht gedacht, dass du so bist. Nee, und du hast was Lustiges gesagt, fand ich so lustig, als sie dich mal am Buffet erlebt haben, da wusste ich, du bist ein echter Kerl. Genau. Ja, am Buffet, die Kameramänner haben Angst, dass nichts mehr übrig ist. Wenn wir Mittagspause haben, dann laufen alle zum Buffet. Vor dir. Vor mir. Ja. Weil ich sehe jetzt vielleicht nicht so aus. Aber ich habe einen großen Appetit, vor allem, weil ich den ganzen Tag drehe und ich muss mich auch gut versorgen. Verbrenne auch sehr viel und ich esse natürlich auch sehr viel. Vor allem, ich komme halt aus der Hoteliersfamilie. Die Kärntner essen sehr gern und leidenschaftlich. Das ist ein Kärntner-Phänomen, glaube ich. Ja, so wachsen wir halt auf. Und das habe ich heute noch. Und da haben die Kameramänner dann echt gesagt, ja, schnell, schnell. Ja. Die Larissa steht kommt schon. Gleich. Die Larissa ist schon im Kostüm, die ist gleich fertig. Also, sehr gut. Damit kann man immer noch, mit einem herzhaften Appetit kann man immer noch Sympathien gewinnen. Da setze ich auch drauf. Was beruflich dieses Jahr ansteht, weil da kommen jetzt natürlich immer mehr Anfragen, ist, du spielst die Botschaft. Im Jedermann, was tatsächlich wirklich interessant ist, weil das haben ja, da gibt es ja große Vorbilder. Obwohl es eine, wie viele ja auch sagen, wirklich schwere Rolle ist. Es ist eine sehr schwere Rolle. Ich habe auch sehr großen Respekt davor. Premiere ist am 28. September in Potsdam in der Nikolaikirche. Oh, okay, das ist aber schön, das klingt aber gut. Ja, es sind ganz tolle, renommierte Schauspieler dabei. Und die Rolle der Burschaft, also für mich ist sie schauspielerisch natürlich, ich darf halt eine Frau spielen, die das Leben liebt, die es liebt zu lieben. Ich darf mutig sein, ich darf unkontrolliert sein. Das musst du dir alles erarbeiten. Und also es sind viele, ich freue mich total drauf. Barbara Busso hat es vor dir gespielt, glaube ich. Ich freue mich total drauf. Natürlich haben die Leute eine Erwartungshaltung, deswegen habe ich auch Respekt davor, weil natürlich vergleichen die dann den einen oder den anderen. Aber ja gut, aber das macht jeder spielt die Rolle anders. Ja. Es ist für mich meine erste größere Theaterrolle jetzt in Deutschland. Und, wer ist der Jedermann? Bitte? Wer ist der Jedermann? Ich weiß gar nicht, ob man das schon sagen darf. Oh nee, dann lieber nicht bitte, weil wenn es erst im September ist, bestimmt noch nicht. Oder doch, auf der Homepage steht es sogar. Das war doch lange Frances Fulton Smith, ne? Das war doch lange Frances Fulton Smith. Das ist ein Schauspieler. Der hat das lange gespielt. Jetzt bitte nicht, dass wir hier irgendwelche PR-Geheimnisse ausplaudern. Du bist es nicht. So viel können wir auch nicht sagen. Ich kann nicht sagen. Warum nicht? Ich will es lieber nicht sagen. Weißt du, bevor es dann hinterher Ärger gibt. Ich denke, es ist schon, der Kartenverkauf läuft sogar schon. Also dann weiß man doch, die Leute kaufen noch eine Karte und wenn man weiß, wer spielt. Die kommen doch wegen dir. Ja, Timothy? Timothy Peach. Sag du's, dann bin ich nicht schuld. Timothy Peach. Timothy Peach. Ja. So, und was ist, wenn der krank wird? Dann du. Wir rufen dich an. Vielen Dank, dass du bei uns bist. Ganz viel Erfolg. Danke. 28. September und die ganze Zeit davor. Und ich halte das im Auge, was jetzt hier passiert mit den beiden Jungs auf dem Stoppelfeld. Aber absolut. Ja. Larissa Barolt. Hey, ja genau. Wir sind eins.